bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Peter Kötting, ich bin Geschäftsführer der PK Events GmbH und Veranstalter des Events Monster Jam im Juli in Dresden im Stadion. Herr Kötting, Sie holen den Monster Jam nächstes Jahr zum ersten Mal überhaupt hier nach Dresden. Was hat das für eine Bedeutung für Sie? Ja, als Veranstalter von Events, die ich seit über 25 Jahren mache, und Monster Jam mache ich natürlich noch keine 25 Jahre, ich mache sehr viel Konzerte. Und Monster Jam hat für mich eine sehr große Bedeutung, weil ich durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe in anderen Städten Deutschlands und jetzt auch in Holland, ich mache das dieses Jahr auch in Arnhem in Holland im Dezember, gemerkt habe, wie begeistert dieses Veranstaltungsmodell die Familien vor allen Dingen annehmen. Das heißt also, Eltern mit ihren Kindern, man kommt schon mittags, man kann schon mal die Trucks besichtigen, man kann Autogramme von den Fahrern bekommen, man kann Fotos mit den Trucks machen. Das ist einfach so ein tolles Familienevent und diese Erfahrung habe ich gemacht und ich habe dann in Zusammenarbeit natürlich mit dem Stadion und mit unserem Vertragspartner Feld Entertainment haben wir gesagt, wir müssen mal nach Dresden gehen, weil es ist eine sehr begeisterte, finde ich, Motorsportregion. Es ist natürlich auch eine begeisterte Fußballstadt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich war schon oft hier, also nicht oft, ein paar Mal hier beim Fußball, das war immer tolle Stimmung. Aber ich weiß auch, dass in Sachsen, nicht nur in Dresden, also in Dresden und Umgebung, Sachsenring ist natürlich das beste Beispiel und da passiert viel. Und da merkt man, da ist eine Basis. Es gibt viele Vereine, was ich mich ein bisschen eingelesen habe, es gibt viele Vereine im Motorsport. Also ich glaube, dass wir hier eine tolle Basis haben, Family Entertainment, Motorsport, das zu kombinieren. Und da sind wir hergegangen, weil ich glaube, dass wir hier die nächsten Jahre erfolgreich sein werden. Da haben Sie mir die zweite Frage gleich vorweggegriffen, dass Sie jetzt ausgerechnet in dieses Stadion hier gehen wollten. Hat ja auch ein bisschen technische Hintergründe, oder? Ja, die Technik natürlich spielt eine große Rolle, weil wir haben natürlich sehr große, im wahrsten Sinne des Wortes, große Trucks, die hier rein müssen, die reinfahren müssen, die hier repariert werden müssen, auch wenn mal was dran ist, die hier gewartet werden müssen. Das heißt also, die räumlichen Bedingungen müssen dafür da sein. Wir haben die ersten Reihen, also die ersten 8 Reihen im Stadion, die werden nicht genutzt, die sind gesperrt, damit durch die Größe, damit auch wirklich alles sicher ist. Das darf man nicht vergessen, weil die Trucks sind so groß, dass die ersten sonst auch nicht sehen würden. Darf man auch nicht vergessen, ne? Das kann auch passieren. Und das Stadion bietet optimale Voraussetzungen für dieses Event. Auch von der Kapazität her, wir erwarten so 22.000, 23.000 Zuschauer. Gute Kapazität für dieses Event und das Stadion bietet wirklich tolle Voraussetzungen. Worauf können sich die Zuschauer dann in der Show einstellen? Es gibt ja mehrere Wettbewerbskategorien, ne? Ja, es gibt 3 bis 4 Wettbewerbskategorien. Das ist ja ein Parcours aufgebaut. Das ganze Stadion ist ja ein Parcours mit Höhen und Tiefen, mit Bergen, mit Hügeln. Es gibt, die fahren nach Schnelligkeit teilweise, es geht nach Geschicklichkeit. Dann geht es darum, wer macht die besten Sprünge, die höchsten Sprünge und wer macht die weitesten Sprünge. Und da hat man am Ende so 4, 5 Wettbewerbe. Und das ist ein abendfüllendes Programm sozusagen. Ja, ja. Es wurde ja vorhin angesprochen, dass man jetzt auch sich Gedanken macht auf E-Autos oder E-Motorräder und so weiter, dass man also auf diese Branche, also auch in das Elektrische. Haben Sie die Angst, dass es den Reiz verliert? Man sieht es ja bei der Formel 1, die E-Autos, das lange fehlt ja, man hört ja nur das Song. Kann dann nicht der ganze Reiz verloren gehen, wenn man hier dann in diesem Stadion sitzt und nur das Summen der Maschinen hört? Das wird sicherlich im 2023 nicht der Fall sein, weil, wie wir gehört haben von dem Magnus, das ist ja der CEO von unserem Vertragspartner Feld Entertainment aus Amerika, der lebt in Stockholm, ist das vielleicht mal in Zukunft geplant. Im Moment ist es so, dass die Autos natürlich schon ein entsprechendes Geräusch hinterlassen. Das erwartet auch, glaube ich, jeder, der hier hinkommt. Wir werden ja mit Methanol betankt. Das heißt also, es ist auf keinen Fall umweltschädlich. Also Methanol gleich, es gibt dann hinterher nur noch Wasserreste. Das ist gut, aber es wird schon laut sein. Natürlich muss man da, man kann das auch ein bisschen einstellen. Also man kann es ein bisschen leiser machen, ein bisschen lauter machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn die Zukunft mal mit Monster Jams, Trucks sein wird, wann das sein wird, weiß ich nicht, das kann ich sowieso nicht entscheiden als Veranstalter. Glaube ich, es könnte sein, dass der eine oder andere sagt, der Anreiz ist ein bisschen weg. Man sieht es, wie Sie schon gesagt haben, auch in der Formel 1. Was heißt in der Formel 1 noch nicht, aber überhaupt, wenn man sich vorstellt, es würde in der Formel 1 mal so weit kommen, das kann ja passieren.
Also ich sehe es im Moment nicht, aber ich glaube, man muss natürlich an der Nachhaltigkeit ständig arbeiten und dazu gehört auch natürlich E-Mobilität, sehr sogar. Aus welchen Ländern kommen die Teilnehmer vom Motorrad bzw. Auto? Die kommen aus, ich glaube, also genau weiß man ja noch nicht, welche Fahrer da sind. Auf alle Fälle, die meisten Fahrer kommen aus Amerika, aus Nordamerika, aus Kanada. Ich glaube, zwei kommen, wenn es normal läuft, aus England. Also ein bisschen Europa, aber hauptsächlich Amerika. Die deutsche Szene ist da gar nicht vertreten oder ist sie so niedrig, dass sie noch nicht daran teilnehmen kann? Also ich weiß von Magnus, dass es im Moment keine, es gibt deutsche Fahrer, es gab wohl auch mal welche, aber im Moment gibt es keine, die da diese Qualifizierung auch haben. Das ist ja auch ist ja nicht so, Monster Jam fährt man so ein Auto, ist ja ein Auto oder so ein Truck fährt man ja nicht einfach mal eben so, da muss man schon Erfahrung haben und in Amerika wird das ja öfter veranstaltet, in großen Stadien und dadurch ist natürlich auch eine entsprechende Erfahrung da. Und wie ist der Nachwuchs in Amerika? Ist der gegeben? Da kommen immer mal wieder neue. Liegt da auch genug Geld bereit für die Fahrer? Ja, die werden auch ausgebildet. Die gucken auch, dass sie Nachwuchsfahrer immer wieder haben. Ich glaube, dass auch einige mitkommen, die dann immer so ab und zu mal so eine Testfahrt machen und so. Also das ist schon gegeben. Ja. Jetzt bedeutet das Ganze ja auch in der Vorbereitung, in der Planung einen riesengroßen Aufwand. Ne? Sie müssen überhaupt erstmal schauen, ist das Stadion geeignet? Sie müssen wahnsinnig viel Material hier rein kann und das ist ja auch ziemlich viele Sicherheitsvorkehrungen und so weiter beachten. Was bedeutet das in der Planung für einen Aufwand? Also für mich bedeutet das als Veranstalter, dass man einfach ein gutes Team braucht. Das ist das Wichtigste. Also das ist bei allen Veranstaltungen, die man macht, ob es nun Konzerte sind oder Motorsportveranstaltungen. Man braucht ein gutes Team, man braucht eine tolle Produktionsleitung. Man muss sagen, das ist hier auf alle Fälle gegeben mit einem tollen Stadion. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadion und Produktion, es gibt ja auch im Stadion einen technischen Leiter, das muss alles schön harmonieren. Natürlich ist das Aufwand, aber es ist mein Job und wichtigste ist dabei, ein gutes Team zu haben. Und dann klappt das auch. Letzte Frage von mir. Sie hatten schon anklingen lassen, es soll ja eigentlich nur der Start einer Serie sein. Was schwebt Ihnen davor? Ja, ich wünsche mir sehr, dass wir auch im nächsten Jahr vielleicht wieder hier eine Pressekonferenz haben, nach dem Event, um dann zu sagen, wir machen das vielleicht 2024 oder 2025 wieder. Also das ist unser ganz klar erklärtes Ziel, dass wir hier eine fortlaufende Monster Jam Veranstaltung machen. Jedes Jahr, alle zwei Jahre, das ist das Ziel und ich bin sehr guter Dinge, dass wir das auch schaffen, weil ich merke an der Resonanz im Moment, das wird gut angenommen. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir hier eine ausverkaufte Veranstaltung erleben und dann werden wir das sicherlich wieder. Wir haben ja gehört, nächstes Jahr findet der Monster Jam hier in Dresden statt, zum ersten Mal überhaupt. Was hat das für Sie hier im Stadion bedeutet an Planung, Vorbereitung etc.? Ja, erstmal sind wir ganz, ganz, ganz doll begeistert, dass wir das wirklich jetzt geschafft haben. Vor Corona, ein paar Jahre, haben wir schon uns gemeinsam mal mit dem technischen Leiter das Stadion angeschaut. Jetzt komme ich eigentlich gleich schon zum ersten Punkt, denn bevor man so eine Show oder so ein Event in das Stadion nach Dresden holen kann, sind die Voraussetzungen für dieses Projekt Monster Jam sehr wichtig. Das heißt, es gibt als erstes eine technische Vorbesichtigung, man schaut sich die Reihen an. Wir haben es gerade in der PK schon erfahren. Aus Sicherheitsgründen werden die ersten Reihen gesperrt. Bei uns sind das jetzt die ersten 8 Reihen. Das hat damit zu tun, so verringert sich auch ein bisschen die Kapazität. Dann muss man schauen, wie breit sind denn die Wege zum Innenraum, die Zufahrten für die LKW, also für diese Trucks. Reicht die Höhe aus? Reicht die Breite aus? Gibt es eine zweite Ausfahrt? Das sind alles Dinge, die im Vorfeld erstmal hier bei uns besichtigt werden. Wie sehen die anderen Räumlichkeiten? Wo können die Trucks stehen? Wie viele Menschen passen hier denn rein für diese Pit-Party, die ja im Vorfeld geplant ist, was ja ganz toll ist, dass die Gäste sozusagen in den Innenraum ganz nah an die Trucks gehen können, das hautnah erleben. Da rechnet man aus, okay, wie viele Trucks stehen da drin, wie viele Menschen können dann tatsächlich hier dazukommen. Das sind eigentlich die allerersten Überlegungen im Vorfeld und auch die Zuarbeiten an den Veranstalter, der dann entscheidet, ist das Stadion oder ist diese Location geeignet. Ja, und wir haben uns, glaube ich, da ganz gut beworben, präsentiert und glücklicherweise sind wir sehr gut geeignet. Wie lange hat diese ganze Planungsphase, also von Vorbereitung kann man ja eigentlich erst unmittelbar vor der Show sprechen, ne? Aber diese Planungsphase, wie lange hat das gedauert? Also seit wann geisterte dieser Gedanke auch bei Ihnen rum? Also dass wir dann tatsächlich, als wir uns entschieden haben, auch der Veranstalter sich für uns entschieden hat, das ist jetzt eigentlich auch schon, sage ich mal, ein halbes Jahr her. Und es ist so in der Tat, dass diese Großveranstaltungen, ob Monster Jam oder Konzerte, die ganze Planungsphase mindestens eigentlich ein Jahr vorher beginnt. Und es ist gar nicht unmittelbar davor,
eigentlich sind die größten Planungen ganz weit zurück schon gesteckt. Ne? Also wir reden ja auch davon, dass hier im Stadioninnenraum Platten ausgelegt werden vom Veranstalter. Dann kommt ja so eine Art Erde oder Sand drüber, dann kommt das Ganze wieder raus. Wir haben manchmal ja auch davor und danach noch Konzerte. Das heißt, das muss alles miteinander in Einklang gebracht werden. Wann kommt der eine und wann kann der andere raus? Also wir hatten ja auch schon mal in der Vergangenheit beim Eishockey die Situation, dass noch auf der einen Seite die Eisfläche abgebaut wurde und auf der anderen Seite fing man schon an, mit Bühnenplatten aufzubauen für ein Konzert. Da gibt es auch ein tolles Video davon. Also das ist eigentlich das Spannende natürlich an unserer Arbeit. Macht unglaublich viel Spaß und bringt natürlich auch viele Herausforderungen mit sich. Aber genau diese Sachen passieren eigentlich weit im Vorfeld, sodass wir eigentlich am Ende an diesem Tag alle eine schöne und reibungslose Show genießen wollen. Ja. Es gibt ja, wie beim Ski, haben Sie auch gehört, da gab es ja mal die Frage nach den grünen Punkten und so weiter, wie hoch wird die Umwelt belastet und damit mit dem Aufbau und so weiter. Und es wurde ja gesagt, der Pressekonferenz, Methanol verwenden die da, entsteht Wasser. Aber wie gehen Sie jetzt damit um, wenn sich die Grünen jetzt hier wehren und sagen, Umweltverschmutzung? Also ich würde da auf genau das verweisen, was auch in der Pressekonferenz schon gesagt wird. Es wird sich in jedem Fall an alle Vorgaben gehalten. Diese Vorgaben gibt es ja, die sind ja an sich da. Man versucht natürlich, glaube ich, sogar noch das Ganze zu optimieren, wird viele Erfahrungen in Arnheim sammeln. Und ich glaube, man kann ganz offen damit umgehen. Der Veranstalter hat ja auch gesagt, was die Intention ist, dass man sehr, sehr umweltfreundlich mit dieser Show umgehen möchte und eigentlich sogar in der Weiterentwicklung steckt, Richtung E-Autos oder Trucks zu gehen. Und von daher würden wir genauso ehrlich und offen damit umgehen, weil die Intentionen sind ja ganz positiv. Und